Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur FIFA. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere hier mit Athletic Bilbao. Und weiter geht's heute mit dem Duell gegen Granada. Vorher möchte ich aber noch was erledigen. Delegieren. So, Pressekonferenz brauchen wir nicht. Weiter geht's im Spiel. Oh, wir haben jetzt, müssen wieder ein bisschen rotieren. Wir müssen ein bisschen rotieren. Hm. Dann sind mich wieder der ein oder andere ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. So. Jo, passt weit. Okay, rein ins Match. Spieltag Nummer 7. Müsste das eigentlich jetzt, wenn ich richtig im Kopf habe, sein. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn er hat ja im letzten Spiel einen Dreierpack erzielt. Klappt das heute auch wieder? Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Hallo aus dem Estadio San Mamés. Liebe Zuschauer, Wetter ist sehr gut und wir freuen uns, dass Sie sich dieses Spiel heute nicht entgehen lassen wollen. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen FC Granada. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant, auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Und da haben wir die Aufstellung des FC Granada. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Vierer und vorne zwei Stürmer. Ja, wenn wir gerade dabei sind mit FIFA, es wird bald eine Planänderung geben. Und zwar. Ich wollte es kurz anmerken. Und zwar ist ja jetzt das neue FIFA 2023 draußen. Ich warte jetzt eigentlich, bis es dann irgendwann hoffentlich losgehen kann. Und dann gibt unsere Koop-Saison mit Marki zusammen, also mit dem Sukramatis zusammen. Das heißt, FIFA rutscht auf einen Sendeplatz, also quasi auf einen an der Zeit. Und zwar wird es dann FIFA nur noch von Montag bis Donnerstag jeweils um 14 Uhr geben und dann quasi Freitag, Samstag, Sonntag Formel 1. Nur, dass ihr das schon mal Bescheid wisst, vielleicht nicht nächste Woche, müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Gerade bei den Koop-Sachen ist es halt ein bisschen schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber, wie gesagt, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass das in die Richtung irgendwann passieren könnte. Ne? Ja. Auf geht's. Moritz, eigentlich Stürmer, warum auch immer der jetzt schon defensive, im defensiven Mittelfeld läuft. Unai Vencedor. Genau, Vencedor, der jetzt mal den Plan. An den kurzen Pfosten. Ah, ist reich weg. Gut gemacht. Also Granada hat eigentlich nur ein Pünktchen, die stehen ganz, ganz unten drin. Eigentlich Pflichtsieg. Aber wie gesagt, was heißt hier Pflichtsieg? Er geht dazwischen. Ball ist weg. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Da erobert er den Ball. Gut geholt jetzt. Ja, oder? Und direkt verloren.
Sie können den Ball erstmal ablocken. Sonst. Bester Sturm gegen schwächster Sturm, Buschi. Sollen wir da mal eine Prognose wagen, wer hier die Tore macht und wer nicht? Ah, ich bin da vorsichtig. Es muss nichts heißen, ne? Momentaufnahmen. Es kann sich alles immer schnell drehen und wer weiß, vielleicht passiert genau das ja hier heute in dieser Partie. Pereira! Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke. Ja, Ecke hat Granat. Die mucken ja auf. Die wissen, dass sie ja nichts zu verlieren haben. Und da ist das 1-0. Absolut nach Plan, die Führung jetzt. Der Tabellenletzte führt. Und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Boah, ist das bitter. Also, 1 und Granada. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Man kommt aber auch nicht durch. Also Granada steht sowas von hinten drin, sicher hinten drin. Und wieder nicht. Also man kommt hier gar nicht momentan wirklich durch. Eine Chance hatte er bisher Bilbao noch nicht. Und Granada hat seine erste oder einzige mehr oder weniger genutzt. Vielleicht jetzt mal. Guter Steilpass hier. Vencedor. Der Keeper mit dem Ball. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Jetzt kann das Tor fallen. Da ist also hier, und wenn der hier querlegt, führt der letzte hier mit 2-0. Ecke kommt ins Zentrum. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Unfassbar. Also wie gesagt, sie machen es taktisch Weltklasse. Bisher machen sie es taktisch Weltklasse. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann ist er schnell. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Ey, Schiri, das ist aber mehr als... Sie ist jetzt gerade... Das ist aber übelst aufgestützt. Der steht ja... Schiri, also das war... Weiß ich nicht. Man will mich, ist das ein Foul. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Horry. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Sie haben den Ball. Rebocco. Wie gesagt, eigentlich ist das. Ich habe ja gesagt, eigentlich ist das immer ein Pflichtsieg. Und man hat jetzt. Aber der Ball geht doch weit vorbei. Villa Libre. Ist hier immer. Vielleicht hat er jetzt mal Busy Platz. Weiter gefährlich. Nach dieser tollen Parade. Und es war wichtig, dass sie danach setzen. Dass sie es nochmal versuchen. Im Nachschuss das Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Dani Olmo, erst Maurice scheitert und Olmo nimmt ihr mit der Brust an den Abklatscher. Und haut das Ding ins Tor. Jetzt haben sie mal ihr Tor. Bilbao ist wieder drin. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, da gebe ich einen Foul, aber warum auch immer. Da hat er die Chance. Locker. Der kann aber auch anders ausgehen. Der kann aber auch schön ins Tor fallen hier. Es gibt ein Tor im Estadio José Zuria. Im Studio gibt es alle Infos. Wir haben hier den zweiten Treffer für Real Madrid. Domenico Berardi heißt der Torschütze. Ball wird abgefälscht und dadurch wird der Keeper dann auf dem falschen Fuß erwischt. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. 38 Minuten Vidal gespielt. Interessante Info, danke schön dafür. Vencedor! Ausgleich. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Der Tabellenführer schockt. Den Tabellennetzen, der hier 2-0 geführt hat, eigentlich alles im Griff hat. Und das ist auf einmal der Meister. So spielt der Meister.
hat die riesen Chancen, macht dann am Ende doch noch die seine Tore. Die haben eigentlich nichts bisher zugelassen. Ja, dann kam mal die zwei. Das Comeback geschafft und gleichen hier tatsächlich noch aus. Was für eine Moral in dieser Mannschaft. Also, wie gesagt, es geht weiter. Kann man vielleicht sogar noch. Kann man vor der Pause noch was machen? Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Zwar gut, Emanuel, mit der den zur Ecke grätschen kann. Und dann ist Pause. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang ist alles offen. Es steht. So. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch passieren wird. Jetzt gehen wir wieder rein in dieses Spiel hier im San Mamés. Ja, Bilbao ist jetzt deutlich besser drin in der Partie. Maurice. Die Chance jetzt. Und wieder Libre. Es ist doch nicht zu glauben, nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand. Da sind sie wieder. Und schon führt der Meister. Sie sind jetzt deutlich besser drin in der Partie. Und drehen es dann. Durchgesetzt, durchgetankt förmlich. Die Abwehr ohne jede Chance. Es ist schon fast frustrierend, wenn du dir so ein Ding fängst. Sie bekommen ihn nicht gestoppt. 3:2 also. Da ist alles drin. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Sie haben Platz. Zola. Klasse ausgetrickst. Da ist die Chance für Daniel. Und das wäre die Riesenchance. Eckstoß also. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben Sie den Ball. Sanchez. Zola. Flanke kommt rein. So leicht dürften sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ja, wird hier gut unterstützt. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Rodriguez kann es nicht da nicht durchsetzen. 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt haben wir ihn. Keeper. Jetzt Ball über die Bahn. Nein, nein, extra. Aufgepasst. Zieht nach innen. Sie können den Ball erstmal abblocken. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Zola. Flanke kommt rein. Zola, Maurice. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Piero. Ne, Piakke. Der hat das Tor eben gemacht. Der hat 2-0 erzielt. Ah, das könnte was werden jetzt. Ecke, das ist die und Vidal mit der Grätsche zur Ecke. Jetzt der Eckball. Den Ball hält er. Nicht, dass sie nur noch einen Träger kriegen vor der Pause. Sie sind ja drin. Sie sind mittlerweile drin, die gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. Und jetzt Konter, kann man gleich kontern. Da ist der Ball weg. Nee, kann ganz man nicht. Weil jetzt gerade Ada gut aufpasst. Sie wechseln also aus. Jetzt gibt es einen Einwurf. Keeper hält, Ball ist noch im Spiel. Keeper gut gemacht, ja. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Und gut aufgepasst. Es gibt nochmal den Eckball. Vielleicht bekommen sie die Chance. Da ist das Pressing erfolgreich. Maurice.
Im Estadio José Zuria gibt es ein Tor. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Real Madrid. Olmo. Torschütze war Martin Terrier. Es war ein toller Kopfball, hat alles gepasst, alles gestimmt. Neuer Spielstand damit, also 3 zu. Also man hat ja den... 79 Minuten. Danke vielmals für dieses... Noch ist das Ding hier nicht durch. Sie drängen auf den Ausgleich, vielleicht geht jetzt was. Souverän gemacht vom Torwart. Drei Minuten sind es noch. Ah! Ist ja nicht so, dass dieser Granada hier komplett drin ist. Die sich hier super teuer verkaufen. Die sich hier nicht abschlachten lassen. Und wieder ihre Nadel-Dinger bekommen. Und dann irgendwie kriegen wir es dann doch hin. Also Granada hat sich Weltklasse verkauft hier. Heute wieder, aber die Defensive Wolf, die war mit dem ein oder anderen Problem bestückt. Und das wird auch Kritik geben, da bin ich mir ganz sicher. Bilbao. So, Hauptsache, wir haben unsere Aufgabe gelöst. Also alles andere ist am Ende unwichtig. Wir hatten 5 Torschüsse und kriegen sie 3 hin. Und wir hätten, wenn wir hier verloren hätten, wäre das definitiv verdient gewesen. Muss man einfach mal so sagen. Gut. Die nächste Partie ist das Duell gegen Napoli. Und dann sehen wir uns dann morgen 14 Uhr, wenn der Bock drauf hat. Bis dahin. Oder wir sehen bei FIFA.